Job News. So, zum ersten Mal feiern wir wohl Weihnachten auf den Straßen mit Fackelzügen. Ich hatte heute reichlich Menschen hier. Also ich habe viele Menschen hier, die jetzt vor Weihnachten doch dringlich was brauchen, vor allen Dingen Impf und das alles. Viele lassen sich jetzt auch impfen, damit sie mit der Bahn dahin kommen, wo sie hin möchten, zu ihren Liebsten. Ich meine, die ganzen Hiobsbotschaften, die man liest und hört, findet ja nur im Cyberspace statt, im World Wide Web. Dass es auf eine Art amtlich ist, ja, dass es auf eine Art amtlich ist, wissen wir ja, da wir ja auch von den Behörden Schreiben bekommen. Wir sollen uns impfen lassen. In Köln zum Beispiel im Dom wird auf Heiligabend. Heiligabend im Dom wird geimpft. Das kann schon nicht mehr Nächstenliebe, das hat auch nichts mehr mit Christentum zu tun. Der sogenannte Satanismus scheint wohl zu laufen. Ich meine, der Satan ist ein geiler Typ, ist klar. Ab Befriedigung aufwärts ist der Satanismus geil. Alle, die die Wahrheit und nichts als die Wahrheit mögen, kennen sie als Nackte im Brunnen. Und die Wahrheit ist gut, sehr gut, das war's. Aber bei der Befriedigung bis in die Unendlichkeit macht wohl mehr Sinn. So, wenn also Lucifer, also nicht der Lucifer aus Amazon Spielfilmserie, sondern wenn der Lucifer wirklich auf Erden wandelt, der Antichrist, sag ich jetzt mal, und wir mögen ihn, wir lieben ihn, und der Antichrist ist halt das digitale Zeitalter, als Sinnbild. Ich mag so einen Quatsch persönlich nicht. Wir haben halt jetzt Menschen, die uns was verkaufen und wir kaufen. Die Analogie geht. So, Karstadt ist an sich eine Insolvenz, also Pleite, hat viele Menschen entlassen. Ich habe heute noch mit einem Kollegen gesprochen, wie viel da war. Jetzt sind das alles so Aushilfen und so weiter und so fort. Die echten Karstädter sind halt nicht mehr bei Karstadt. So, und anderes auch. So, sie haben alles verpennt, sie sind überrollt worden. Karstadt, Quelle, Neckermann und wie sie alle heißen, Wertheim und was weiß ich nicht alles, oder auch Hulhurst, sind alles so Fossile wie damals die Weber. Der Aufstand der Weber hat ja nicht hingehauen. Diese hier stehen ja noch nicht mal auf. Ja? Gut, sie können alles niederfahren, die Analogie beenden und können dann hergehen und dann digitalisieren. Also sie können zurückkommen. Ja? Ich meine, wie wir angefangen, 89 und die Vision 79, wie wir dann Sachen so uns vorgestellt haben, dass man den Limbecker Platz hier in der Stadt Essen hochgeht, in die Geschäfte und alles, könnte jetzt werden, in 3D ist klar, Zuckerberg macht es möglich. Ich meine, das, was ich persönlich mag, kommt ja. Aber ich konnte nicht ahnen, dass man auf eine Art in einer Perversion des Wegimpfens eingeworben wird. Das habe ich daran hab ich nie gedacht. Ich fand es stark. Ich meine, ich habe alle meine Weihnachtsgeschenke, sie sind da. Ich musste, wie gesagt, ein Weihnachtsgeschenk gerade etliche Stufen hochschleppen. Das war nicht so lustig, aber es hat funktioniert. Und Heiligabend sitzen wir halt an einem fantastisch schönen neuen Tisch, frisch aus England geliefert. Macht also Spaß. Also derjenige, der sich es gewünscht hat, hat es bekommen. Derjenige, der sich es gewünscht hat, baut auch selber auf. Und soll halt auch zufrieden sein. So. Ich meine, so ein, wenn ihr englische Styles kennt, wenn ihr englische Möbel kennt, wie die aussehen vom Design und so, dann könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Wohnzimmer plötzlich wirkt. Mit all seinen Ambiente. Das ist eine tolle Geschichte. Also wird schöne Weihnachten werden. So, ich habe gerade eine heiße Diskussion hier, weil das iPhone 13, ich habe schon gesehen, dass es irgendwann iPhone 15 geben soll. Deswegen iPhone 13 mal eben holen. Ich meine, ich hätte es ja jetzt bei 1&1 bestellen können, aber wie gesagt, gewisse Leute möchten selbst bezahlen und nicht abgebucht bekommen. Nur bei 1&1 wird abgebucht. Man kann also nicht selbst transferieren. Müssen wir durch. Tut mir leid, das Geschenk ist dann sozusagen nicht möglich. Man hat mich dann zwar gefragt, aber es geht nicht. Es ist eine Firma. Ich kann nicht zigtausend Handys, das kann ich auch keinem
verklicker natürlich als Firma, kann ich so viele Handys kaufen, wie ich will. Will ich aber nicht. Es nervt mich schon persönlich, wenn ich sehe, wie viel Rechner man hat und all solche Sachen. Und ich stelle selber fest, ich möchte noch einen besseren Rechner haben, am liebsten einen Quantenrechner, ja, oder den ganz neuen, den Flüssigrechner da, den es da geben soll. Nur die Frage lautet, was soll ich mit einem Quantenrechner? Ich bin ja froh, wenn ich mir einen 11 bekomme. Ja, also ich gucke da bei Monsieur Amazon und bestelle mir vielleicht einen mit Win 11. Ja, ich finde so, das Problem ist halt, was soll man sich wirklich, ich baue ja am liebsten gerne Computer, am liebsten will ich einen richtig schönen Computer bauen, aber da so ja viele Kinder als Kunden, also von den Kunden, die Kinder öfters an die Rechner da gehen und die strubbelig machen, wäre das schade, wenn so ein Rechner dann plötzlich kopflos wird, wenn ihr versteht, was ich meine. So, das waren meine News, ihr werdet viele News noch sehen, Job-News. Wie gesagt, ich habe keinen Mut zur Lücke, ich habe auch keinen Mut zur Spritze und ich habe auch keinen Mut, irgendwas in mich hinein spritzen zu lassen, was ich vielleicht nicht vertrage. Ich habe 9 Tabletten, ich habe auf das Krankenhaus gehört, ich habe die 9 Tabletten gegessen, also eingenommen, so wie die es mir gesagt haben, und es ging mir sehr schlecht. Es ging mir sehr schlecht. Und ich habe also eine Reaktion darauf gehabt. Menschen wissen das, weil Menschen haben mich darauf angesprochen, was ist mit dir denn los? Du hast so eine Art Wesensveränderung, du benimmst dich anders, du blutest auch, schau mal, ne? Pat, pat, war ich am Bluten, was ist denn los? Ja, dann habe ich gesagt, gut, komm, ich lasse die Tabletten weg und siehe da, mir geht's gut, ich habe auch kein Bluten mehr, nichts, alles wieder in Ordnung, ich fühle mich pudelwohl. Ich bin also auch nicht mehr wesensverändert, bin wieder voll da, ich habe wieder voll Lust, irgendwas zu machen, ja. Nur das Problem ist halt, dass uns die Gesellschaft wegrutscht. Die Gesellschaft rutscht weg. Ja? Ich habe euch einen weihnachtlichen Film gemacht, den guckt sich wohl keiner an. Man weiß ja schon gar nicht mehr, was man machen soll. Und tja, wir sind gespalten. Wir sind gespalten über mega reich, reich, arm, ärmer. Die Ärmsten, die überhaupt keinen Verstand und keine Bildung haben, die geben Gas. Und die, die gebildet sind und halt im Mammon leben, die sagen, was soll denn das? Na, bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der weihnachtliche Geist erscheint. Lieber Geist von Weihnacht, erscheine bitte und bring uns wieder dahin, wo wir hingehören. Ich meine, du weißt ja, wo wir hingehören. Wenn du der Meinung bist, es muss so sein, okay, müssen wir durch. Ich würde mich freuen, wenn der Geist der Weihnacht wirklich tatsächlich die Verschulder, die das wirklich verschuldet haben, die das wirklich auf den Weg bringen. Das, ich meine, der Kapitalismus ist nicht alles. Ja? Ich mag den Datenhighway. Ich mag das World Wide Web, muss ich einfach gestehen. Ja? Es ist halt so, ich mag ihn. Und das Problem ist halt nur, dass man damit einen erwürgen kann. Ja, man zieht einfach den Stromstecker, nichts geht mehr. Man denunziert ihn einfach, nichts geht mehr. Und genau das ist das Schade daran. Also die Schattenseite von World Wide Web ist doch, wiegt also höher, wie das World Wide Web in Wirklichkeit wäre. Ich meine, er hat sich aufgeregt, Sir Berners-Lee, der war stinksauer. Herr Westerwelle hat uns 2011 schon gesagt, was auf uns zukommt. Diverse andere sind ja nicht mehr da. Diverse andere haben sich ja selbst hingerichtet, weil sie dieses nicht mehr ertragen wollten oder möchten. Ich meine, die schöne Zeit der 60er, 70er Jahre ist ja wirklich nicht mehr. Es gibt auch keinen Typ mehr wie Elvis. Es gibt keinen Typ mehr wie gewisse Schauspieler. Burt Reynolds zum Beispiel, Bandit und so weiter. Sowas gibt's nicht. Irgendwas stimmt nicht. Das ist traurig. Ich bin zum ersten Mal froh, Ü60 zu sein. Meine Kumpels Ü70, Ü80 auch sagen, pff, scheiß drauf. Na gut, das sind alles Halb- und Vollmillionäre. Den gönne ich das. Ja, meiner einer muss halt arbeiten. Ist okay. Wenn der mich nie verstanden hat, ist auch okay. Der mich verstanden hat, ist auch okay.
ihr alle seid okay auf eure Art und Basis. Ich sehe da oben uralte Sachen, der lebt ja auch nicht mehr. T-Rex. Ach ja, das war noch Zeit. Ne? Ja. Okay, müssen wir durch. Ich verabschiede mich und wir erleben uns irgendwo anders mal.